tatsächlich ziemlich witzig. Wir sind eine unglaublich gefährliche Piste, diese Berge hochgefahren. Es war steinig und steil und wir waren immer am Abgrund. Haben es aber lebend nach Coringo geschafft. Da waren wir dann das einzige und erste Mal wahrscheinlich in so einer richtigen Luxus-Safari-Touristenunterkunft mit Wärmflasche im Bett und 3-Gänge-Menü, nee, 4-Gänge sogar, ne? Und übelsten Service überall, das war richtig witzig. Dann sind wir am nächsten Morgen los, hatten so ein paar Belgier dabei, so mittelalte Männer, die ein bisschen Geld zu viel hatten oder so und die sich nochmal was gönnen wollten. Und die hatten schon einen richtig harten Trip hinter sich, haben auch immer viel gesoffen und waren echt fertig. Zum Glück sind die Gorilla uns entgegengekommen. Die sind aus dem Wald raus, den Hang, den Berg uns entgegen hoch und wir sind nur 20 Minuten gelaufen, dann waren wir schon da und die sind da rumgewuselt. Es war ziemlich cool, ein kleines Gorilla-Baby so an meinen Füßen her. Eigentlich war es denen scheißegal, dass wir da waren. Die haben uns meiste Zeit völlig ignoriert und haben gemampft, nur gemampft. Es war drei ziemlich cool. Drei Silberrücken waren dabei insgesamt, ja, also schon eine ziemlich gute Ausbeute. Und die habt ihr aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zwei von unserer Gruppe wurden sogar berührt im Vorbeigehen von den Gorillas. Das war natürlich auch nochmal ein Highlight. Und dann sind wir ungefähr eine Stunde bei denen geblieben und mussten dann auch wieder zurück. Unsere Ranger haben uns dann wieder zurückgeführt. Und dann ging es auch direkt weiter zu unserer nächsten Unterkunft, wieder über Rumpelpiste. Ja. Und Der Belgier hat kaum also einer von den Belgiern, der Älteste, hat auch kaum diese 20 Minuten im Berg wieder hochgeschafft, weil die hatten sich schon so fertig gemacht in den letzten zwei Wochen. Da braucht er alle 10 Minuten eine Pause. Und das Coole ist, für alle, die das mal machen wollen und unsportlich sind, man kann sich ganz kolonial-style-mäßig für 200 oder 300 Dollar so 4 Sänftenträger organisieren, die einen da durch den Wald tragen. Hängt dann davon ab, wie weit sie eintragen müssen, der Preis, aber das echt also witzig. Geht alles auf jeden Fall. Naja, wir sind übrigens mit noch zwei anderen unterwegs, mit Konrad und Ali. Schwenkt doch mal kurz nach hinten. Hier, wink mal. Hi. Hallo, Konrad spricht doch perfekt Deutsch. Ja. Also der versteht alles, was wir hier erzählen. Also Konrad ist aus Island und Ali aus Finnland. Genau, also europäische Truppe hier unterwegs. Die Sonnenbrände haben wir uns auch schon abgeholt gestern. Ja, voll. Kleine Kampftour gemacht mit 6 Stunden 300 Höhenmeter rauf. 400. 400 hier hoch, 400 also mal zurück. Zwei. Ja, das und hier, der Berg war das. Genau. Sebastian, mach mal kurz Kamera hin. Ja, da sind wir hochgelaufen. Das ist schlimmer als Rauschen. Das ist schlimmer als Rauschen. Ist übrigens schön, wie sanft du dir schwingst. Ja. Ich bin begeistert. Genau, das war eine Tour, da haben wir uns so traditionelle Schmiede angeguckt. Und das ist ein gefährlicher Job. Einer hat irgendwie mal so ein heißes Eisen auf seinen Fuß fallen lassen und der Fuß war total weggeschmolzen. Das war richtig übel. Die sitzen da ja auch ohne Schutzkleidung, ohne Schuhe, ohne Brille und hauen da auf den heißen Eisen rum. Und es lässt sich drüber streiten, ob es das die 6 Stunden Waldmarsch wert war, das zu sehen. Aber auf jeden Fall. Aber zumindest haben wir mal was getan. Ah ja, den Tag davor, da war es so. Pygmäen angeguckt oder Pygmäen, keine Ahnung, Schwach hieß die. So ein kleinwüchsiger Bergstamm, den haben wir uns angeguckt. Da haben wir uns auch direkt mal so ein bisschen touristenmäßig Souvenire hier besorgt. Die waren halt früher gute Jäger, haben uns da auch noch Speere und Pfeil und Bogen vorgeführt. Also das war schon ziemlich cool. Hier am Lake Bunyoni ist es zwar ein bisschen kälter als im Rest von Uganda. Ich habe mich ein bisschen erkältet, weil nachts wird es so 10 Grad, auch wenn es tagsüber 30 sind. Aber es ist echt richtig schön hier. Ja, aber man muss dazu sagen, am Lake Bunyoni, das ist der einzige See in Uganda, in dem man schwimmen kann, weil hier keine Bilharziose ist. Und das, also hoffen wir zumindest. Haben wir dann natürlich, also Sebastian und ich haben das auch direkt mal umgesetzt. War auf jeden Fall. War ein bisschen abgenickt. War auf jeden Fall ganz nett. Ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder lang genug. Genau, Urlaub ist gleich bald vorbei. Jetzt geht es weiter zum Urlaub vorbei, jetzt kommt Safari. Ne? Genau. Zwei Safaris stehen an, eine tagsüber, eine nachts. Mal gucken, ob wir unterschiedliche Tiere sehen. Und ich würde sagen, dann melden wir uns die Tage nochmal. Genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss nach Deutschland.